Ich möchte gerne vorab ein paar Worte zu uns, zu unserem Unternehmen sagen. Wie sind wir entstanden? Was zeichnet uns aus? Und im Anschluss dann nicht über eine Präsentation, sondern über unser Live-System einfach mal kurz präsentieren, wie wir denn funktionieren und was uns dann auch auszeichnet. Also zu unserem Unternehmen, wir sind 1,5 Jahre alt jetzt circa, sind vor knapp einem Jahr mit unserer digitalen Lösung an den Markt gegangen, nämlich zum Start der IFAD. Das war Ende Mai letzten Jahres. Wir sind an den Start gegangen mit einer, wir nennen es immer Rumpflösung oder Neudeutsch nennt man das Ganze MVP, also das Minimum Produkt, was man so entwickeln kann. Und wir haben bewusst entschieden, so früh an den Markt zu gehen, weil wir gesagt haben, wir glauben nicht dran, dass wir jetzt über mehrere Monate, Jahre ein Produkt entwickeln, dann an den Markt gehen und alle Juhu schreien und sich freuen, dass wir da sind. Und deswegen haben wir gesagt, je früher, desto besser. Das Ziel des Unternehmens war und ist von Anfang an gewesen, mehr aus den Abfällen, die Herr Petzold gerade beschrieben hat, rauszuholen und den Zugang zu Recyclingbaustoffen am Ende zu vereinfachen. Um was kümmern wir uns genau? Wir kümmern uns um sogenannte mineralische Abfälle. Das geht aus unserem Firmennamen schon hervor. Boden und Bauschutt, das sind die beiden Hauptfraktionen, um die wir uns kümmern. Aber auch um alles, was darüber hinausgeht, Schlacken, Gleisschotter, Straßenaufbruch etc. pp. Aber wie gesagt, die beiden vorrangigen Produkte in Anführungsstrichen sind halt eben Bodenaushub und Bauschutt. Wir glauben, Herr Petzold hat gerade schon zwei oder dreimal den Begriff Plattform genannt. Wir glauben, dass das Thema oder nee, glauben nicht, sondern wissen, dass das Thema Plattform nicht nur in dieser Branche ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil alle Marktteilnehmer grundsätzlich erstmal die Gefahren in Plattformen erkennen, was ich grundsätzlich auch verstehen kann. Das beste Beispiel ist ja Amazon. Da hat man ja jahrelang oder ja viele, viele Jahre dafür gesorgt, dass auch die Anbieter gerne die Plattform genutzt haben. Und am Ende ist jetzt Amazon der bestimmt, wo der Markt hingeht. Und da haben natürlich alle Angst vor. Und wir haben aus diesem Grund einen entscheidenden Unterschied gemacht. Wir haben nämlich nicht gegründet als normales Startup, sondern wir sind genossenschaftsähnlich aufgestellt. Das heißt, wir sind eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und diese Kommanditgesellschaft auf Aktien wurde von uns gegründet. Und wir geben nach und nach neue Aktien aus, sodass am Ende circa 300 weitere Aktionäre an dieser Firma teilhaben können und dann 70% des Unternehmens tragen. Das heißt, wir sagen immer, die Branche entwickelt sich ihre digitale Lösung selbst. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo ich jetzt gleich in die Plattform starten möchte. Wie sind wir auf das gekommen, was wir da jetzt gerade in der Live-Version haben? Wir haben uns regelmäßig mit unseren Aktionären, aktuell 10 an der Zahl, aus unterschiedlichsten Bereichen, aus dem Bereich Entsorgung, Bauunternehmen. Wir haben aber auch ein Labor dabei. Wir haben Ingenieurbüro dabei aus Bottrop, wir haben Makler dabei und so weiter und so fort. Und mit denen gemeinsam haben wir halt uns zusammengesetzt mehrfach und haben halt geguckt, wo soll die Reise denn hingehen. Und da steige ich jetzt am besten mal ein, in der Hoffnung, dass das mit der Bildschirmfreigabe jetzt sofort klappt. So, Sie müssten jetzt die beiden Worte Erzeuger und Verwerter sehen, richtig? Vielleicht einmal. Frau Schumacher, einmal Ja, Daumen geht nach ist zu oben. sehen. Sehr schön. Sehr gut. Also, Stand heute ist es nur, in Anführungsstrichen, nur eine Matching-Plattform zwischen erzeugtem, also abzugebendem Material und bestehenden Verwertungsoptionen. Ziel ist, die gesamte Customer Journey abzubilden. Das heißt, angefangen bei der Probenahme, über den Abbruch, über die Verwertung und dann bis zur Wiederverwendung in idealerweise hochwertigen Bauvorhaben. Denn das muss man ja auch dazu sagen, wir haben
220 Millionen Tonnen circa jedes Jahr mineralische Abfälle, die anfallen. Davon werden, wenn man die Bauindustrie fragt, über 90% wiederverwendet. Wenn man aber genau hinguckt, der Großteil davon halt eben in Maßnahmen im Straßenbau oder in Rekultivierungsmaßnahmen, das heißt am Ende in Maßnahmen, wo man Löcher gebaut hat, um Naturbaustoffe abzubauen, und schiebt quasi das, was man eigentlich wiederverwenden könnte, in diese Rekultivierungsmaßnahmen. Genau, also es geht darum, die gesamte Customer Journey abzubilden. Wir sind jetzt seit 1.3. gefördert durch das Bundesumweltministerium im Förderprogramm DigiRes. Da soll es darum gehen, den Zugang zu eben aufbereitetem Material dann wiederum zu erhöhen. Dafür entwickeln wir einen Marktplatz Recyclingbaustoffe. Das heißt, dass die Verwerter der Abfälle den aufbereiteten Abfall direkt wieder als Sekundärbaustoff quasi vermarkten können und der Erzeuger das beziehen kann am Ende. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben einmal die Seite der Verwerter. Die Verwerter haben die Aufgabe, ihre Standorte zu verwalten. Das heißt, legen Standorte an und hinter diesen Standorten legen sie sogenannte Preislisten an. Jetzt geht es relativ ins Detail. Ich weiß nicht so richtig, wer da so in der Tiefe drin ist. Ich versuche es für alle einigermaßen anschaulich darzustellen. Also das, was Sie hier sehen, sind die sogenannten Grenzwertlisten. Wir haben ja, deswegen steht es ganz oben, aus der Landesarbeitsgruppe Abfall eben die Grenzwertlisten, die eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, deutschlandweit gültig haben, die aber nur in einigen Regionen des Landes Anwendung finden. Wir haben natürlich die Deponieverordnung, aber wir haben abweichend von Lager zum Beispiel die ganzen Verfüllrichtlinien in Hessen, in Bayern. Wir haben, das ist so die kleinste Liste, wo sich auch einige immer so ein bisschen drüber belustigen, die Dortmunder Einbauwerte, wo einem gesagt wird, wenn ihr nicht wisst, wohin damit, dann bringt es nach Dortmund so ungefähr. Das heißt, jeder spielt bis heute eigentlich sein eigenes Spiel bis zum 1.8., zumindest in der Theorie, denn ab 1.8. gilt ja die Ersatzbaustoffverordnung, allerdings ja mit einer Übergangsfrist bis 2030. Das heißt, bis 2030 werden die ganzen ungefähr 30 Listen, die Sie hier sehen, parallel zueinander Gültigkeit haben, aber immer mit zunehmender Bedeutung der Ersatzbaustoffverordnung. Das hat einfach damit zu tun, dass die Annahmestellen einfach Altgenehmigungen haben, eben nach Verfüllrichtlinien, nach Lager etc. pp. Und das muss halt auch seitens der Behörden durch eben die Ersatzbaustoffverordnung abgelöst werden. Sie sehen hier, eine der Listen ist schon die EBV, Bodenmaterial und Baggergut. Es gibt aber auch noch, ich glaube, 8 weitere Listen in der EBV, die dann eben für unterschiedliche Materialien halt Gültigkeit haben. So, das heißt, hier würde man jetzt sagen, was darf ich denn annehmen? Ich darf am Standort annehmen, nach Lager TR Boden 2004 als Beispiel. Jetzt kann ich hier sehen, das sind die sogenannten Zuordnungswerte, denen jeweilige Grenzwertlisten zugrunde liegen. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich darf nur Z0 Stern annehmen. Aber, und jetzt kommt eigentlich auch schon der große technologische Unterschied von uns zu anderen. Ich kann hier jetzt jeden einzelnen Wert händisch anpassen, denn was wir häufig haben, sind Einzelwerte, die von der Grenzwertliste abweichen. Das heißt, in der Genehmigung steht, man darf annehmen Z0 als Beispiel. Das heißt, ich wähle hier Z0 aus oder Z0 Stern und kann dann die einzelnen Werte hier einfach anpassen. TOC ist der Organikanteil, den könnte ich anpassen. Ich könnte beispielsweise auch Werte komplett rausnehmen, weil sie an dem Standort keine Rolle spielen etc. pp. Und füge das Ganze hinzu und kann mir jetzt noch die da zugrunde liegenden Abfallschlüsselnummern, die auch immer Teil der Genehmigung sind, halt hinzufügen. Und kann mir dann hier die Preise anlegen. Ich husche da jetzt ein bisschen durch, weil sonst wird das in 20 Minuten nichts. So, jetzt haben wir die Standorte und die Preislisten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite
haben wir den Erzeuger. Übrigens muss ich dazu noch sagen, Sie sehen hier, das sind ausländische Standorte. Hat lediglich damit zu tun, dass wir im Live-System sind und ich ungern jetzt mit live, richtigen Live-Standorten matchen möchte. Und deswegen sind wir einfach quasi ins Ausland abgewichen, abgewandert. So, das heißt, Erzeuger von Abfällen, die müssen ja klassisch, die müssen eine Probenahme beauftragen und müssen das Ganze dann anbieten beim Entsorger/Verwerter. Das heißt, hier legt man seine Bauvorhaben an und arbeitet dann chargenseitig oder chargenweise. Das heißt, wir geben hier eine Quantität an, suchen uns aus, was das denn für ein Material ist. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Beton. Das ist, wenn wir über Bauschutt reden, ist natürlich am schönsten, wenn man einzelne Fraktionen wie zum Beispiel Beton oder reine Ziegel vorliegen hat, anbieten kann, als wenn man ein Gemisch aus Beton, Ziegeln etc. pp. Halt anbietet, weil ich sag mal, aus Beton kann man noch sehr, sehr gut Betonzuschlagstoff machen. Ziegel, wir kommen frisch von der Baumesse. Ziegel, die werden Sie wirklich überall los. Der Bedarf an Ziegeln ist in Deutschland so groß, dass er schon wieder aus dem Ausland per Schiff hierher gefahren wird, weil wir zum Beispiel Ziegel in Substraten für Dachbegrünung verarbeiten können. Es gibt ein Unternehmen aus Bayern, Leipfinger Bader heißt das. Die machen seit vielen Jahren aus Ziegelbruch durch mechanischen Druck erstellen sie neue Ziegel und so weiter und so fort. Das heißt, der Wert eines Ziegels, um das mal so zu verdeutlichen, wenn Sie auf der einen Seite eigentlich für ein Ziegel theoretisch Geld zahlen würden für die Entsorgung, bei Ziegel ist es so, dass Sie je nach Qualität auch so 20, 25 € pro Tonne bekommen. Das heißt, das ist auch finanziell rein schon ein Wert. So, wenn wir jetzt mal Beton auswählen, hier würden wir uns einen Entsorgungsbeginn aussuchen. Das heißt, wann möchte ich denn mein Material entsorgt haben? Würde ich hier noch Bilder hinterlegen? Ich nehme jetzt natürlich rein fiktive Bilder. Kann hier meine Anforderungen, die ich an die Verwertung habe, eintragen. Und würde dann weitergehen zur Eingabe der Analytik. Das Ganze soll idealerweise per Schnittstelle funktionieren, was heutzutage über uns bei der GBA funktioniert und bei der Eurofins mit einer XML-Datei. Das heißt, ich brauche keine Werte händisch eingeben, sondern kann das Ganze tatsächlich per Schnittstelle machen. Um das zu verdeutlichen, machen wir das jetzt aber mal ganz kurz händisch. Ich gebe hier noch ein paar Daten an, wie zum Beispiel lade ich die Analyse hoch. Ich lade das Probenahmeprotokoll hoch. Und kann mir jetzt hier die Liste aussuchen, nach der dann analysiert wurde. Jetzt in dem Fall zum Beispiel mal die Lagerbauschutt. Und jetzt sehe ich wieder die ganzen Werte, die ich gerade eben auch schon gesehen habe bei der Verwertungsstelle. Nur halt eben jetzt auf meiner Seite. Das heißt, ich würde hier die realen Werte eingeben, gebe jetzt einfach mal Nullen ein, außer beim pH-Wert, damit wir idealerweise gleich, wenn ich nichts falsch gemacht habe, auch einen Match erhalten. Jetzt kann ich mir noch aussuchen, bis wann das Angebot denn da sein soll und starte jetzt die Angebotssuche. So, in diesem Moment geht unser Algorithmus auf die Suche. Das heißt, das, was Sie eben gerade gesehen haben, die Anlage der Standorte mit den Preislisten, das bildet quasi die Basis. Wir haben ein Netzwerk an Verwertungsstandorten und da guckt er jetzt, welcher Standort darf denn dieses Material annehmen. Und wenn er einen findet, im Idealfall tut er das jetzt gleich, dann bekommt der Verwertungsstandort eine Nachricht. Wie zum Beispiel hier und hat jetzt die Möglichkeit, ein Angebot abzugeben. Das heißt, er kann sich hier die Bilder angucken, die hinterlegt sind. Er kann sich hier die Anforderungen angucken. Er kann hier die Deklarationsanalyse und das Probenahmeprotokoll öffnen. Kann hier noch einmal die hinterlegten Werte sehen und was tatsächlich eine ganz, jetzt eine relativ neue, aber eine sehr gute Variante ist. Er kann sich nach Grenzwertliste jetzt aussuchen, oder anschauen,
welche Werte dann überschritten werden und welche nicht. Das heißt, ich kann hier auf einen Schlag sehen, welche Werte fehlen, welche Werte gut sind und welche Werte, ne, hier kann man halt sehen, dass die Werte von aus der Lagerboden mit den Werten der Lagerbauschutt nicht vergleichbar sind. Und auch zum Beispiel, das ist leider so, auch die Werte der EBV nicht. Hier sehen Sie überall nicht angegeben. Das sind zwar die gleichen Werte, die ermittelt werden. Es ist nämlich Arsen, Blei etc. pp. Aber die DIN-Normen, nach denen diese Analyse gemacht wurde, also nachdem das Labor vorgegangen ist, ist in der EBV eine andere. Das ist grundsätzlich ein großes Problem, da wir jetzt vor der Herausforderung stehen als erzeugerseitig. Was mache ich denn nun? Mache ich eine Analyse nach Ersatzbaustoffverordnung oder mache ich eine Analyse nach Lager als Beispiel? Und weil beide nicht vergleichbar sind. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass die Analysekosten steigen, weil die Erzeuger grundsätzlich erstmal beide Analysen machen müssen. Das nur mal einmal, um das einmal an der Stelle auch zu verdeutlichen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit hier, wenn ich die Anforderung annehme, dann auch ein Angebot abzugeben. Dann bekommt wiederum der Erzeuger auf der anderen Seite eine Nachricht und kann halt sehen, dass er ein Angebot erhalten hat, kann sich dieses Angebot anschauen, kriegt immer die günstigsten drei angezeigt und kann dann hier das Angebot annehmen und in dem Moment wird der Match hergestellt. Das heißt, der Erzeuger und der Verwerter werden zusammengebracht, können dann ihre Kontaktdaten einsehen und alles Weitere auf Basis ihrer eigenen AGBs managen. Ja, das einmal so in aller Schnelle, also wirklich aller Schnelle. Ich habe jetzt viele Kleinigkeiten weggelassen. Hoffe, dass es trotzdem deutlich geworden ist. Was ich vielleicht noch zusätzlich zeigen kann, weil wir dann schon wieder im Bereich Customer Journey sind, ist das sogenannte Probenahmeprotokoll. Digital, weil da setzen wir ja an. Wir haben ja auf der einen Seite jetzt gerade das Matching auf Basis der Deklarationsanalyse. Das heißt, jeder einzelne Wert wird gematcht. Aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise die mechanischen, physikalischen Eigenschaften zu vergleichen, die wiederum auch relevant sind, um zu entscheiden, kann ich es denn überhaupt wiederverwenden? Und wenn ja, wo und wie? Ne, da spielen Themen wie Geruch eine Rolle, da spielen Themen wie Konsistenz eine Rolle und so weiter. Und das versuche ich mal ganz kurz einmal zu zeigen. Ich weiß nicht, wer mit Probenahmeprotokollen zu tun hat, aber Stand heute ist es so, dass jeder sein eigenes Format hat. Teilweise sind die händisch ausgefüllt mit eingescannten Bildern. Hier habe ich die Möglichkeit, alles wirklich im Handy, im Tablet auszufüllen, mir auszuwählen und sehr, sehr schnell ein Probenahmeprotokoll zu erstellen und am Ende Bilder hochzuladen, sogar die Unterschrift zu machen und daraus dann wiederum ein PDF zu erzeugen. Und dieses PDF sieht dann so aus, ist einseitig, übersichtlich. Die Bilder sehe ich hier in Kleinformat, kann ich aber über den Link dann auch in groß ansehen. Und das Wichtigste für uns dabei ist eigentlich, dass diese Daten digital nutzbar gemacht werden. Das heißt, wir werden diese Daten jetzt nach und nach auch in unser System einpflegen, dass man diese halt vergleichbar macht. Genau, das PDF ist natürlich nicht veränderbar. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich immer die Frage, wer hat denn das Probenahmeprotokoll erstellt? Dafür gibt es ja Vorgaben. In der Praxis sieht das aber teilweise doch etwas anders aus. Und unser Ziel ist, dass wir mittelfristig dann auch legitimieren, wer die Probe genommen hat. Das heißt, per Gesichtsscan dann halt auch erkennen, war derjenige, der unterschrieben hat, auch wirklich der, der die Probe genommen hat. Was wiederum dann auch für Behörden, auch wenn wir jetzt über Deponien sprechen, bei der Annahme halt auch hochrelevant sein kann. Ja, das erstmal von meiner Seite.
Ich würde mich über Fragen freuen und hoffe, dass ich nicht zu sehr gesprungen bin.